zu Extra 3 Extra. Berlin. Das Wort postfaktisch ist zum Wort des Jahres gewählt worden. Gefühlt sehen das viele Menschen anders. Erna Krawitke aus Bottrop zum Beispiel meint, Erna, mach mal Bier. Seit 2016 noch viel häufiger gefallen. Hamburg. Auch die beliebte ARD-Sendung Quizduell hat ihre Regeln komplett auf postfaktisch umgestellt. Also, nächste Frage. Wie viele Tage hat eine Woche? Einen, neun, 17 oder 365? Also, gefühlt ist es für mich 17. Und deswegen ist das richtig. Wow, cooles Quiz. Wir haben immer recht. Washington. Kann aber auch New York sein. Der designierte US-Präsident Trump hat kurzerhand Wikipedia gekauft und alle Artikel des Online-Lexikons umschreiben lassen. Nun stimmt alles, was er gesagt hat. Und alle... Und alle, die behauptet haben, er sei ein Lügner, haben gelogen. Berlin. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres sind laut Bundesregierung 213.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Doch Internet-Experte Erwin Kasulke kommt bei seiner Zählung auf 1,6 Millionen. Kasulke schreibt auf Facebook, für sowas habe ich einfach ein Auge. Auch das renommierte Statistikinstitut grob geschätzt bestätigt diesen Eindruck. Dazu ein Sprecher. Ja, ich sag mal so, 3 mal 17, einem T und das Ganze mal 12, also das müssten deutlich mehr gewesen sein. Stockholm. Donald Trump hat den postfaktischen Nobelpreis gewonnen. Die Begründung der Jury? Ja, das war nur so ein Gefühl, nicht? Trump kann den Preis jedoch aus terminlichen Gründen nicht persönlich entgegennehmen. Für ihn wird Bob Dylan nach Stockholm reisen und nochmals die schönsten Trump-Lügen vorsingen. Berlin. Die Deutsche Bahn hat heute den neuen postfaktischen Fahrplan vorgestellt. Danach kommen in Zukunft alle Züge immer gefühlt pünktlich. Der Fahrgastverband Pro Bahn reagierte darauf postfreundlich und ließ verlauten, ihr könnt uns gefühlt mal an der Pfeife lecken. Bremerhaven. Renommierte Experten der Uni Wolkenkuckucksheim haben Sensationelles herausgefunden. Demnach ist die Erde weder eine Kugel noch eine Scheibe, sondern ein Würfel. Ein Sprecher der Uni Wolkenkuckucksheim dazu wörtlich. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Hamburg. Die Moderatorin Janine Ullmann wurde zur besten Moderatorin der Welt gewählt. Die Entscheidung fällte eine 5-köpfige Jury, bestehend aus Ullmann, Ullmanns Mann, Ullmanns Mutter, Ullmanns Hund und Ullmanns Goldfisch. Wanne-Eickel. In Wanne-Eickel ist gefühlt seit Jahren nichts los. Deswegen machen wir weiter in Bielefeld. Da es Bielefeld eigentlich gar nicht gibt, kommen wir direkt zum Sport. Hamburg, der HSV kommt endlich zur Ruhe. Tja, wer es glaubt, wird Seeler. Das war Extra 3 Extra und damit zurück zu Oliver Welke.